Oriental Night wird präsentiert von Kaya Shisha. Enjoy with style. Ja, Aşır Özek ist da. Ferhat Köçer hat gesungen. Schön, dass du da bist. İyi akşamlar, hoş geldin abi. Merhabalar, hoş bulduk. Aşır abi, wir müssen unseren Zuschauern immer wieder mal erklären, was wir hier machen. Ja, ja. Nicht jeder Zuschauer kennt wahrscheinlich die Saz oder die sogenannte Bağlama. Ja. Jetzt wird der Zuschauer denken, Saz oder Bağlama ist doch dasselbe. Ist aber nicht dasselbe. Also, Saz ist ein Oberbegriff für alle Instrumente. Ja, also in der türkischen Sprache natürlich. Mhm. Aber Bağlama ist nur dieses Instrument. So, das heißt, Bağlama heißt wie viele Saiten und warum heißt die Bağlama Bağlama? Ja, Bağlama hat im Grunde genommen drei Saiten, also unten, Mitte, oben. Ja, aber ich habe jetzt von je zwei. Mhm. Das sind im Grunde genommen drei Saiten. Deswegen heißt dieses Instrument Bağlama, weil wir immer verbindlich spielen mit verbindlichen System. Verstehe. So, dann gibt es noch, andere Varianten der sogenannten Saz, ne? Ja. Dann gibt es die Jura. Die kleine. Das ist der kleine Bruder. Ja. Und dann gibt es Divan, ne? Divan ist die große Saz. Habe ich einen noch vergessen? Saz. Und das ist also Bağlama ist in der Mitte. Die mittlere Çöğür oder Bağlama. Wie heißt das? Çöğür? Çöğür. Wer sagt Çöğür? Woher kommt das, aus welcher Gegend? Das kommt aus aus Türkmenistan, also ganz ursprünglich, vielleicht so mal 5000 Jahre alt. Ja. Kann man das, das über die Saz also sagen? 5000 Jahre alt? Ja, das ist jetzt das System, was wir haben und spielen. Das Çöğür-System. Aber dieses Instrument heißt Bağlama, aber wir spielen immer noch nach dem Çöğür-System. Seit 5000 Jahren? Ja. Sagt man, ne? Ja. Oder gibt es Beweise? Also man hat Beweise dafür, dass es seit mindestens 5000 Jahren gibt, aber man weiß auch nicht, wie alt es wirklich noch ist. Du hast ein neues Album mitgebracht. Ja. Wir haben es auch in der Hand, beziehungsweise ich habe es in der Hand, liebe Freunde. So sieht das Ganze nämlich aus. Das Album Telli Kur'an von Aşır Özek. Jetzt ist natürlich die Frage, Aşır abi, wenn ich so einen Titel sehe, Telli Kur'an. Ja. Können ja vielleicht auch Leute missverstehen, oder? Nein, überhaupt nicht. Oder warum heißt das Telli Kur'an? Also, oder wie kommst du auf den es Titel? Es gibt natürlich ein heiliges Buch, Koran, für den Islam. Das ist ein heiliges Buch, wie gesagt, okay, das muss man respektieren. Aber Koran bei den Aleviten, Telli Kur'an heißt dieses Instrument. Also Koran, wenn man auf Türkisch übersetzt, heißt also Versammlung der Wörter. Mhm. Ja? Wir singen auch Wörter zusammen, das sind die Lieder. Das nennen Aleviten Telli Kur'an, also der sprechende Koran oder der spielende Koran. Hm. Man sagt aber auch zum Saz Telli Kur'an, weil das ja quasi auch das Musikinstrument ist, womit quasi die Überlieferung ja des alevitischen Glaubens ja auch bewerkstelligt wurde, oder? Also Aleviten haben in dem Sinne kein heiliges Buch. Dafür haben Aleviten dieses Instrument, Saz, Bağlama. Aleviten erklären ihre Kultur mit der Saz und mit dem Gesang. Und das ist auch das Ganze, nennt man in dem Sinne Telli Kur'an. Wie lange hast du an deinem Album gearbeitet eigentlich? Ja, wo wir auch zuletzt hier noch mal bei dir Besuch waren. Ich glaube, das war vor 1,5 Jahren. Ja, da waren wir im Studio noch. Da kannst du noch besser rechnen, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, so fast 2 Jahre. Ja, aber was ich davor noch, wie ich davor noch bearbeitet habe, weiß ich nicht. Ja? Hast du das komplett in Hamburg wieder aufgenommen? Oder? Also die Aufnahmen haben wir in Hamburg gemacht, aber die Produktion hat man in der Türkei in dem Sinne produziert. Also, liebe Freunde, gleich ist es soweit. Wir werden natürlich einige Songs von Aşır Özek's aktuellem und neuem Album hier, Telli Kur'an, hören. Und dazu, zu diesem Album, gibt es aber gleich auch eine Quizfrage. Ja, aber das sage ich euch ganz genau, und zwar dieses Motiv hier. Wo könnte das wohl entstanden sein?
Darüber unterhalten wir uns auch gleich. Zuvor der nächste Clip des Abends, der kommt von Irem Dirici. Für mich eine der schönsten Stimmen in der Türkei. Und sie war auch eine Casting-Kandidatin. Und wie das Leben so spielt, sie ist nicht Erste geworden, nein, nur Zweite. Ja, und deshalb ist sie erfolgreich. Hier, Kalbimin Teksaibne. Dieses Lied geht dann an den einzigen Besitzer, Eigentümer. Boah, ist die türkische Sprache schmachtend. Kalbimin Teksaibne, eine wunderbare Frau mit einer wunderbaren Stimme. Und ein Sass-Spieler muss natürlich bei den Temperaturen im Studio auch regelmäßig nachjustieren. Warum eigentlich? Du musst ja schon die ganze Zeit immer den Akkord einstellen. Ja, ich habe eben nebenan noch mal versucht zu stimmen. Hab schon getan. Aber jetzt hier unter dem Licht habe ich jetzt ganz andere Temperatur. Deswegen ein, in dem Sinne, physisches Geschehen. Genau, weil die Seiten werden lockerer und muss man wieder nachziehen, ne? Ja. Genau. Und dann, die Töne müssen auch sitzen, liebe Freunde. Geht ja nicht ohne. So. Wollen wir das, deinen ersten Song hören? Ich weiß nicht was, aber wahrscheinlich spielen wir nur Lieder vom neuen Album. Gehe ich erstmal davon aus? Ja, ich versuche noch mal nur noch von dem Album zu singen. Ja, was hören wir als erstes? Jetzt singe ich also das erste Lied von dem Album. Pedi Pedi Şan. Ja. Das heißt, du hast das Lied auch selber komponiert. Ja. Ja. Das musst du aber übersetzen, wenn du willst. Pedi Pedi Şan. Pedi Pedi Şan. Ich bin miserabel, ich bin am Ende, ne? Ja, aber in dem melancholischen Sinn. Ja, natürlich. Das heißt, ich weiß natürlich, wir hören uns das Lied an und dann bringe ich die Übersetzung, liebe Freunde, weil ich kenne ja noch nicht die Texte. Kommt danach. Bitteschön. Bir peri peşinde peri perişan, peri perişan. Bir peri peşinde peri perişan, peri perişan. Varsın yüreğimi yara desinler, yara desinler. Gelmez mola imdadıma erişen, yar yar erişen. Gelip bu yarayı sara desinler, sara desinler. Gelmez mola imdadıma erişen, yar yar erişen. Gelip bu yarayı sara desinler, sara desinler. Garip aşığım budur ahvalim, budur ahvalim. Bir garip aşığım budur ahvalim, budur ahvalim. Selamı sabahı kesti o zalim, kesti o zalim. Böyle kemtalim, böyledir halim, böyledir halim. Varsın bu baktığımı kara desinler, kara desinler. Böyle kemtalim, böyledir halim, böyledir halim. Varsın bu baktığımı kara desinler, kara desinler. Aşır yaralarım kanar döşümde, kanar döşümde. Aşır yaralarım kanar döşümde, yar yar döşümde.
Bin bir aksaklıdır akan yaşında, akan yaşında. Sevdanın dumanı tüter başında, yar yar başında. Varsın bu yarayı, yara desinler, yara desinler. Sevdanın dumanı tüter başında, yar yar başında. Düşmüş ateşlere kora desinler, kora desinler. Dankeschön. Ellerine yüreğine sağlık, çok sağ ol. Ja, der erste Song, Live-Song von Aşır Özel, von seinem neuen Album. Ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Telekuran. Und ich habe ja vorhin noch die Frage gestellt. So, und damit gehen wir nämlich jetzt in die Werbung. Die Quizfrage lautet, wo ist wohl dieses Foto entstanden? Na, wer weiß das? Tja, ich verrate euch natürlich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.